Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Portal Knights. Ja, in der letzten Folge haben wir uns bis hierhin, sind wir hierhin gereist, haben böse Monster besiegt und haben eine Menge Ressourcen gefunden, vor allem eine Menge Kohle, was mich sehr freut. Und was ich gerade gesehen habe, wir bauen uns mal mit der ganzen Erde, die wir haben, an dieses schöne Portal da an. Und wenn wir damit vielleicht die Umgebung ein bisschen verschunzen könnten, aber... habe ich Portal gesagt? Natürlich meine ich Plattform. Ups, wollte ich nicht. Ups, nein. Ich will immer schlagen, weil bei Minecraft ist ja auch eine Taste für schlagen und eine Taste für bauen. Aber hier gibt es nur die linke Maustaste zum Zerstören. Okay, wir bauen... Wir zerstören das. Ich hoffe, dass es nicht in den Abgrund fällt. Ja, sehr schön. Kupferplattenblock. Geil. Dann hoffe ich, wenn ich das hier abbaue, dass es zu uns hüpft. Genau. Da unten, das meine ich. Dieses Loch, das ist bestimmt die Höhle. Also das meine ich in der letzten Folge. Okay, die Sache ist, wir können nicht... Ah doch, wir können... Ah, okay. Ah, das ist... Das ist sehr nice, dass wir so um die Ecke bauen können. Wir bauen das ein bisschen breiter, glaube ich. Und ich glaube, bevor Nacht ist, sollten wir uns hier auch erstmal verpissen. Wenn nicht, dass uns die Monster hier runterschlagen. Dann war es das erstmal mit, fröhlich Kirschen essen? Nein, das ist jetzt nicht. Mit gemütlich Kirschen essen. So heißt das, glaube ich. Wir können aber auch nicht immer überall setzen, ne? Also. Hallo? Also, ich mache das gerade lieber mit dem Steuerungsmodus, weil ich Angst habe, runterzufallen. Die Sache ist, dann kann man hier zum Beispiel nicht hinklicken, weil man da nicht hinguckt, quasi. Okay, es wird Nacht. Und wie ich bereits gesagt habe, wir gehen in der Nacht lieber zurück zu unseren Heimatplaneten. Weil da sind die Monster noch nicht so stark und, wir können ein bisschen das, was wir jetzt geholt haben, verwenden, um uns Kupferblöcke zu bauen. Zum Beispiel ein neues Schwert. So, aber dafür müssen wir erstmal hier in den Schmelzofen. Ich muss auch mal den ganzen Kupfer hier aus der Kiste holen, sonst... Smaragden können wir nichts machen. Baumwolle brauchen wir nicht. Glaube ich zumindest, dass wir das gerade noch nicht brauchen. So, dann stellen wir also viele Kupferbarren her, wie wir können. Okay, jetzt fehlt uns der Kupfer. Wie viel Kupfer haben wir denn? 3. Wir brauchen nur noch etwas. Alles, was nicht hier verarbeitet wird, das können wir machen. Also alles, was im Inventar geschieht. So, wir haben Kupferblöcke hergestellt. 5 Stück sogar. Das heißt, mal gucken, können wir hier irgendwas upgraden? Können wir das hier upgraden? Nein, dafür brauchen wir Eisen. Dafür brauchen wir auch Eisen. Schade. Okay, dann gucken wir mal bei Waffen. Uns fehlt Holz. Holzscheite fehlen uns. Aber dann machen wir den Prügelchen. Kupferlangschwert. Nee, das ist ja was für... Kleine Kinder ist das. Das hier. Und dann machen wir uns das hier, glaube ich, auch direkt. Ne? Das hält dann ein bisschen länger und macht auch mehr Schaden. Das heißt, dass wir schneller abbauen. Gerade die Spitzhacke brauchen wir eigentlich. Okay, also das hier als nächstes. Dafür brauchen wir noch Holz. Der Baum, der passt irgendwie so schön zum Garten. Deshalb will ich den gar nicht fällen. Ich will lieber hier die Bäume wegmachen. Diese Standardaxt ist halt diese... Steinzeitaxt, womit man alles abbauen kann. Das ist ganz famos. Keine Ahnung, warum Moos lustig ist. Ich muss einfach an das Moos denken. Keine Ahnung, warum ich jetzt also einen Sprungwitz draus machen musste. Das ergibt nämlich keinen Sinn. Was ist gegen Sprungmoos? Oh Gott, oh Gott, ich sollte aufhören damit.
So. Um auf das, was ich in der ersten Folge gesagt habe, zurückzukommen mit dem, dass ich mich jetzt dafür entschieden habe, dass wir die Elder Scrolls Online aufnehmen. Also nachdem wir das hier ein bisschen angezockt haben. Ich weiß auch nicht, wie es euch gefällt. Wenn ihr sagt, Nick, mach lieber das hier als wir Elder Scrolls Online, können wir das natürlich auch machen. Dann packe ich demnächst auch das bessere Mikro hierher. Weil jetzt gerade, wie gesagt, ich nehme in meinem Zimmer auf, einfach weil ich Bock drauf hatte und dadurch keine Lust ist, das Mikro aus dem Keller zu holen. Und komm, der ist gerade hier in der Nähe. Komm. Okay. Dann würde ich mir für die nächsten Aufnahmen auch das Mikro wiederholen. In Zukunft. Ich glaube, das ist schon Folge 4 hier gerade, ne? Wir sind schon bei Folge 4. Ich dachte gar nicht, dass wir so viele Folgen machen. Ich dachte, wir machen 3 Folgen oder so. Oder weniger und dann, Elder Scrolls. Aber das macht mir gerade richtig Spaß hier. Deshalb, hier. Kupferknüppel. Die Frage ist allerdings, wie wir den jetzt ausrüsten. Ups. Ach, Quatsch. Das ist ja... Also allererstes nehmen wir den mal. Und klar, wie rüsten wir ihn wohl aus? Wir haben keinen Rüstungsslot vor. Das Holzschwert, das ist... Das ist ein Kackbuhnschwert, das nimmt ja heutzutage keiner mehr. Ich finde es schade, dass da nicht steht, wie hoch die Angriffsgeschwindigkeit ist, weil es könnte sein, dass der Knüppel jetzt sehr lange zum Schwingen braucht und deshalb, ja, weniger Ressourcen braucht. Okay, Angriffsgeschwindigkeit ist natürlich skillabhängig von Waffen. Okay, das hat alles... Anscheinend hat die Angriffsgeschwindigkeit wirklich nichts mit der Waffe zu tun, oder? Ich bin zu dumm, den Unterschied zu bemerken. Auch aus der Kuppel. Ich kämpfe mich immer schön in die Kuppel rein. Aber hier bei den Monstern hat es halt auch noch nicht so viele Nachteile. Ich mache übrigens die ganze Zeit die Portalstücke. Weil, ihr seht, wir haben jetzt schon wieder 15 und eben hatten wir 2 auf einem Planeten und es lohnt sich. Wir können aus den Planeten, aus den Stücken eh nichts anderes machen. Okay, wir haben jetzt 2 Planeten freigeschaltet. Einmal hier so ein Pflanzenplanet. Also das hier an den Bildern erkennt man immer, was es ist. Und da oben wieder so ein Kaktusplanet. Boah, Totenkopfplanet, okay. Können wir das schon hinreißen? Ah, ne, es ist... Ah, das ist wahrscheinlich ein Boss, irgendwie so ein Endboss oder sowas. Aber es hat ja kein Planetensymbol, ne? Seht ihr? Und den muss man auch nicht... Also, den muss man schon freischalten, um da hinzukommen, aber... Er hat halt keinen... Das habe ich auch in dem Trailer gesehen. Im Trailer zum Spiel habe ich auch gesehen, es gibt Endbosse, so Drachen und sowas. Zum Beispiel. Gibt bestimmt nur noch verschiedenste Endbosse. Aber ich finde es auf jeden Fall, mein Resümee ist auf jeden Fall, dass es sehr viel Spaß macht. Klar, es ähnelt. Es ist halt kein neues Spielprinzip. Das gab es schon immer, aber dieses zusammen mit dem Bauen ist, glaube ich, neu. Und das verschiedene Planeten mit verschiedenen Ressourcen und alles. Und der Style. Ich finde, ich liebe diesen Style irgendwie. Diesen Comic-Style und dann halt die Welt alles in Blöckchen. Ich finde das schön. Ich finde es wirklich schön gemacht und da ist auch wirklich großes Lob an die Entwickler. Ich finde es genial. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Kauft es euch, es ist momentan 20% runtergesetzt für die erste Woche wegen Pionierstart. Nicht Pionierstart, deswegen. Wer ist das? Pionierzeit? Keine Ahnung. Ah ja, wir wollten ja noch. Hier. Sag das doch. Werkzeuge herstellen. Es fehlt irgendwas. Ach, wir müssen das an der Werkbank machen. Okay, an der Werkbank. So. Erstmal ein Kupferhäckchen. Als nächstes eine schöne Axt. Ach, und der Bergbaubohrer. Was ist ein Bergbaubohrer? Baut Erde effektiv ab. Ah, okay. Ich würde vermutlich alles mit Schleifstein reparieren. Wenn wir uns wirklich mal eine richtig fette Mine auf dem Planeten... Was ist das denn? Veredelter Stromquarz. Warum veredel ich denn Stromquarz?
Ja, das ist die Wikinger-Rüstung. Die hatten wir vorher schon, oder? Magischer Ring des Donners. Dafür bräuchten wir Stromquarz. Resistenz gegen Stromschaden und mehr Mana. Wobei wir Mana momentan nicht brauchen. Trotzdem will ich einen Ring haben. Ich will den Ring haben. Wo stelle ich denn das Zeug her? Bestimmt hier Fähigkeiten. Bestimmt. Okay. Inventar. Das hier tun wir mal hier hin. Die Hacke machen wir kaputt. Die Sachen lasse ich mal hier drin. Weil das hier kann ich schon hier hinpacken und das packen wir da hin. Warte mal, was bringt denn mehr Essen? Das steht da auch nicht. Schade. Lass die Pilze mal drin. Ich habe das Gefühl, dass die Pilze mehr Essen bringen. Und dann haben wir so eins da drauf, um das reinzukommen. Die Holzfäller-Axt brauchen wir ehrlich gesagt nur, wenn wir wirklich sagen, wir fällen jetzt Holz. Sachen in die Kisten legen. So. Wir packen die ganze Kohle in die Kiste. Wir packen mal die Beeren, lassen wir mal. Was ist das denn hier? Das ist ein kleiner Mana-Tank, das ist ein mächtiger Mana-Tank. Kupferblöcke brauchen wir vermutlich erstmal auch nicht. Kupfer, Baumwolle. Okay. Ich will den Bohrer mal testen gerade. Testen wir mal hier an dem Ding, oder? Krass. Also das ist verdammt lustig, auf jeden Fall. Aber das muss halt immer auf unserer Höhe sein, ja? Natürlich mal aus der First Person. Okay, das ist wirklich zu Mine bauen. Für die Kraftmine bauen. Können wir anscheinend... Ach, das ist Stein. Wir können auch Stein nicht damit abbauen. Das ist aber kein Stein, das ist Erde. Okay, aus der First Person können wir damit definitiv besser abbauen. Alec nutzt sich sehr schnell ab. Okay. Den sollten wir uns wirklich dann fürs Minebauen zurücklegen. Und die Kraftmine bauen. Und das hier ist unsere schöne Steinaxt. Eisenspitzhacke, natürlich so. Okay, aber wir wollen halt nicht viel Zeit verlieren. Wir gehen dann mal hier Pupo-Wälder. Und können natürlich später auch andere Heimatplaneten festlegen. Da werde ich dann noch mein Bannerlein immer hinsetzen vor unsere aktuelle Heimathütte. Aber ich denke, dadurch, dass die Gegner hier auf dem einen Planeten schwach sind, ne, werden wir das erstmal als Heimatplanet beanspruchen. Reparieren vielleicht den Turm, damit es wieder alles hübsch aussieht. Neue Insel. Und hier gibt es Kürbisse. Ach Quatsch. Nein, nicht hinsetzen. Okay, ich will nämlich den Kürbis da mit nach Hause nehmen. Okay, manche Kürbisse sind größer als andere. Aber irgendwas Besonderes wird es hier bestimmt auch geben. Ich nehme jetzt doch mal die Axt, dann können wir den Baum hier schneller fällen. Aber wir haben es auch mal gezeigt. Ah, guck mal. Ich frage mich, ob wir auch mehr Ressourcen rausbekommen, desto besser das Werkzeug ist. Das wäre noch eine Frage, die mich brennend interessiert. Okay, wir haben noch andere Samen gefunden. Und Rüben. Kraut und Rüben, seit nenne ich das, keine Ahnung. Große Pilze. Das sind ja diese Steine. Ich glaube, das sind einfach nur entweder Ruinen oder so. Ja, Denkmäler, Grabsteine. Irgendwie sowas in die Richtung. Hier sehe ich bisher noch keine Monster. Kann die aber ganz schnell ändern, wie wir wissen. Hat auf dem anderen Planeten auch gesagt. Vielleicht geht es auch einfach so eine Ruhezeit quasi, dass wir uns so ein bisschen angucken können. Und dann spawnen die Monster. Würde natürlich Sinn machen. Oh, da unten ist schon einer. Hängt da in der Grube und kommt nicht raus, vermute ich mal. Aber als Bogenschütze könnten wir den bestimmt gut angreifen. Aber die Klasse haben wir ja nicht gewählt. Sondern den Kämpfer. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schlimm, dass ich jetzt das Tutorial nicht gezeigt habe.
Ach, guck mal, da ist einer. Komm, stellen wir ihn mal unter meinen Prügel vor. Oh, der haut jetzt wieder ab. Bleib doch stehen, du Dummkopf. Die sind echt fies, dass die abhauen. Wir kämpfen quasi gegen sie. Oh, ach du. Ach du heilige Scheiße. Okay, den greifen wir an, aber wir müssen hoffen, dass niemand anders sich uns in den Weg stellt. Okay, komm her. Komm hier runter. Stell dich deinem Schicksal. Okay, wir können nicht springen im Kampf. Oh. Er kann uns da von da oben treffen. Ah, jetzt kommt er runter. Oh. Okay, das zieht sich. Sehr langsam. Aber so stark ist er nicht. Gelbes Portalfragment. Ah, seht ihr, jetzt bekommen wir hier gelbe Portalfragmente. Dann müssen wir hier vermutlich auch. Gelbes Portal bauen. Aber das bringen halt nur diese Gegner. Und diese Gegner kann man nicht hier finden. Das ergibt natürlich Sinn. Ansonsten glaube ich, es gibt hier nur die gelben Portalfragmente. Ich habe noch kein besonderes Material hier gefunden. Ach, da hinten geht's auch noch. Ach du Scheiße. Das ist ein großer Planet. Aber auch sehr naturbewachsen, also keine Ruinen und sonstiges. Es scheint mir, dass die Sonne untergeht. Die einzigen Ruinen sind halt das hier. Oh, da hinten. Ne, das ist nur normaler. Ne, gar nicht mal, das ist Kupfer. Kupfer holen wir uns doch gerne. Säure. Die haben jetzt kein Feuer mehr, die haben jetzt Säure hier. Bringen aber trotzdem nur ein blaues Fragment. Okay, wir sind fast Level 5. Ich mache das jetzt einfach mal mit der Spitzhacke. Was soll der Geiz? Ich würde sie gerne angreifen. Das sind jetzt einfach ein paar viele. Apropos, da ist kein Haus gebaut. Da hinten ist ein Haus, Leute. Wir greifen einfach irgendwas hier an. Pimpel interessiert es bisher auch noch nicht sehr. Ah, verdammt, ich dachte, wir kriegen ihn vorher noch platt. Doch stehen. Als Bogenschütze ist das natürlich, viel einfacher zu besiegen. Ah, okay, wir können wieder leveln. Und diesmal können wir sogar was verbessern. Erhöht den Abbauschaden, reduziert den Verlust von Haltbarkeit beim Abbau. Das ist, glaube ich, wirklich besser als der Schaden, weil wir haben ja genug Zeit abzubauen. Nur, dass es nicht so lange hält. Okay. Dafür ist schon mal. Ja. So. Ich fand es lustig, wenn sie ihre eigenen Kollegen noch mit umbashen können mit dem Feuer. Komm her. Wir haben mehr Leben, kann das. Ach nee, das kommt ja von der Rüstung. Stimmt, Rüstung. Können wir schon ein gelbes machen? Nein, wir haben noch zu wenig. Okay, also die ersten Fragmente, das blaue Fragment, ist noch recht einfach herzustellen. Aber je weiter man halt kommen will, desto andere höherwertige Fragmente braucht man. Und die sind halt schwieriger zu beschaffen. Beziehungsweise man muss mehr große Level, große mit großem Level töten.
Bosse mit großem Level. Ist das Deutsch? Ja, das ist Deutsch. Und ich glaube wirklich, dass die Welten zufallsgeneriert erschaffen werden. Oh, ein Dungeon! Ein Dungeon, Leute! Okay. Bringen wir ein paar Fackeln an. Okay. Skelette. Wir können übrigens nicht immer nur zurückfallen. Wir können natürlich auch vor, zur Seite, zurück. Yes, endlich mal wieder ein Dungeon hier. Und ich glaube, wir sind voll in Überlänge. Wir sind schon bei 20 Minuten. Okay. Ob wir das Dungeon erfolgreich plündern und ausnehmen werden, ja. Liebe Freunde, das erfahren wir in der nächsten Folge. Deshalb seid auch wieder in der nächsten Folge dabei. Tschüss, euer Nick.